Wir beginnen mit der letzten Folge des Tutorials. Und zwar zur Stern... Ah, ich wollte gerade sagen, zur Sternenflottenakademie. Nein, wir beginnen mit dem Untergang. Let's go. Mal gucken. Meine Ausrüstung ist mäßig. Hallo Scarlett. Schönen guten Abend. Okay, wir sind wieder bei Admiral Kensington gelandet. Ich sehe feindliche Schiffe in meiner Nähe. Nein. Ich sehe die USS Cardiff. Ich hoffe nicht, dass das ein feindliches Schiff ist. Ich muss aber sagen, wir haben sie auf den Sensoren. Ich sehe sie aber nicht auf den Sensoren. Feindliche Schiffe? Nein. Nö. Ja toll, ich lüge jetzt meinen Admiral an. Super. Was lese ich da an? Die Torpedowerfer habe ich immer gern manuell auf der 1 oder 2. Im Moment mache ich das alles noch mit der Maus, aber das ist natürlich viel zu langsam. Ich weiß, und das ist das Schöne, ich habe ja früher nicht nur zu einzelnen Schiffen mal Videos gemacht, die, wenn ich mir die heute angucke, ich gar keinen Schimmer habe, was ich da erzähle. Aber ich habe halt auch eine ganze Menge Artikel zu einzelnen Schiffen und unter anderem zu Keybinds geschrieben. Und ich weiß, dass ich mir früher die Waffen, halt auch Torpedos etc. auch gerne auf die Keybinds gelegt habe. Im Moment, glaube ich, ist das hier noch ein bisschen zu früh des Guten, aber kommt sicherlich. Okay, wir haben sie. Sie müssen die Rettungseinsätze und die Klingonen werden sie dabei stören. Okay, ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich retten soll, aber bitte. Dann, da sind sie. Oh, seit wann habe ich denn Angriffsmuster Alpha? Warum sagt mir das keiner? Oh. Jetzt muss ich mich erst wieder ein bisschen einspielen, was man so in einer Woche dann doch irgendwie vergisst. Das ist schon erstaunlich. Gerade wenn man zwischendurch dann noch zwei andere Spiele streamt oder spielt, dann ist das... So, das war's. Das Gebiet ist sicher vorerst. Okay, machen wir das Beste draus. Ich muss alle Überlebenden aus dem beschädigten Schiffe der Sternenflotte beamen. Okay. Tarnen. Naja, das habe ich gelernt, dass die tarnen. Ja, okay. Das kapiere ich soweit. Okay, das ist, ja. Dann... Bruder Sternenflotte retten, Bruder Churchill retten. Also es ist eigentlich egal. Ich fange einfach mal mit dem nächsten hier an. Und evakuiere schon mal. Ich hoffe, ich habe Platz genug für alle. Okay, gut. Das hätten wir. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal nach hier. Hallo Cardiff. Ich bin das Taxi. Kommt. Los geht's. Habe ich? Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, die Wenku... Eigentlich ist die Mazedonia ein bisschen näher als die Vancouver. Machen wir. Ja, gut. Und dann holen wir uns noch die Vancouver. Ah! Irgendwo mussten sie ja sein. Irgendwo mussten sie sein. Da sind sie. Kobayashi Maru, um Gottes Willen. Ich bin ja froh, wenn ich hier halbwegs durchkomme. Also wie gesagt, ich habe mir meine anderen Chars angeguckt und habe überhaupt keinen Schimmer. Deshalb muss ich sagen, finde ich es hier eigentlich ganz angenehm, wirklich von vorne anzufangen. Weil ich hätte jetzt bei den anderen einfach auch nicht wirklich einsteigen können. Da weiß ich gar nicht mehr. Früher waren wissenschaftliche Konsolen ganz toll aus der Botschaft oder so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das heute noch was taugt oder nicht. Und insofern...
Okay, ich habe sie alle. Ja, wunderbar. Gut. Was mache ich jetzt? Ja, das war jetzt nicht so besonders schwer, Admiral. Ich muss meine... Echt ernsthaft? Okay. Gut, die Klingonen plündern das Ganze sonst. Okay, ich habe meine Befehle. Ja, ich muss... Da tut's mir doch leid um jedes einzelne Schiff, das ich hier zerstören muss. Aber es hilft nichts. Gut, dann machen wir das. Churchill und Cardiff, ihr seid die Nächsten. Bitte machen Sie sich zum Abwracken bereit. Okay. Hier. Ruf von der Startbasis beantworten. Na, wart ihr zufrieden mit meiner Aufräumaktion? Nee, schön war das nicht, aber okay, wenn es sein muss, muss es halt sein. Verstehe ich auch. Okay, was nun? Kritische Vorräte. Ich bin schon wieder der Einkaufsshopper für euch, ernsthaft? Okay. Na dann. Oh, die Sternbasis sieht aber schick aus. Die gab's früher nicht. Die kenne ich ja gar nicht. Die sieht ja richtig nice aus, wie eine Rakete, die hier so stationiert ist. Okay. Krass. Oh. Aha. And you. Chief Engineer isn't too happy right now, but we made it in one piece. Na, du siehst auch nicht glücklich we came aus. As soon as we could. Wish it were under better circumstances. Ticonderoga's ready for battle. Ticonderoga. Ja, doch, die würde ich auch gerne befehlen. Na dann. Auf geht's. Los geht's, so rum. Okay. Schick. Schick, 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 riesig. Okay. Na dann. Erstmal alle Mitreisenden und alle Passagiere des Taxiunternehmens angekommen. Bitte begeben Sie sich zu den Schleusen. Wir werden Sie rüberbeamen. Und tschüss. You're doing good work out there. The personnel and supplies you've sent make the difference here today. Oh, sie hat schlechte Nachrichten. Ich bin vollkommen überrascht. Sie werden bald hier sein, bereiten sich auf einen Kampf. Jetzt sind hier... Okay. Viel Glück, vielen Dank. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Jetzt sind hier so viele Schiffe. Es dürfte ja doch ein leichtes sein, diese drei Schiffchen hier mal eben alle zu machen. Wow, was für ein Riesenangriff. Und die restlichen Schiffe liegen hier natürlich. Ach nee, da drüben. Ah! Ich habe Blödsinn erzählt. Da sind noch mehr. Auf allen Seiten sogar. Okay, jetzt wird es ja dann doch noch spannend. Komm, Leute, das schaffen wir. Beiden Schiffe, alle anderen interessiert das irgendwie nicht. Na gut.
Krieger des Imperiums. Was für ein Imperium? Ich bin Sternenflotte, hallo? Scarlett schreibt im Chat, die anderen Schiffe sind wahrscheinlich nicht einsatzbereit, so wie die Geburte der Marine. Unserer Marine, ja. Ich könnte auch sagen, die Helikopter. Wir erfassen weitere Schiffe, es sind viele, das ist ihr großer Angriff. Nicht gut, okay. Ach, die Schiffe können tatsächlich. Ja, vollkommen recht gehabt. Die sind nicht einsatzbereit, die können nicht kämpfen. Ich frage mich, warum eigentlich nicht, aber okay. Ach, man. Ja, ich weiß, warum man diesen Move macht mit dem Wegschieben, aber ich fand den früher schon schrecklich. Das ist nicht so toll manchmal, weil manchmal schiebt man den Gegner damit aus der Reichweite. Okay, noch mehr. Na komm, so ein kleiner Bird of Prey, den werde ich doch wohl... Dich in der Mitte, ja. Ja, das schaffe ich. Ich weiß, das ist nur ein Tutorial, aber... Ich will das trotzdem schaffen. Irgendwelche Batterien aufsammeln, die hier im Raum liegen. Na komm, jetzt ist aber Schluss mit deinem Schutzschirm hier. Mein Gott, das sind wirklich eine Menge. Sie hat nicht untertrieben. Übertrieben. Antriebsbatterien, okay. Mein Gott. Ich bin hier nur am Batterien aussammeln. Ich meine, das könnte ich wahrscheinlich auch hinterher machen. Das wäre jetzt gar nicht nötig gerade, aber ich merke, dass ich an die Grenze komme, was ich hier noch mit der Maus gut abdecken kann. Also... Es wird demnächst dann doch wohl Keybinds geben. Oh, jetzt sehe ich aber langsam alt aus. Ja, eine Breitseite. Vielleicht treffe ich ja die Zitadelle. Haha. Nur aber... Mann, das knallt hier. Na, ganz langsam gehen meine Schilde ein bisschen runter. So ein Schlachtkreuzer nimmt man mal nicht eben einfach so auseinander. Das fordert schon seinen Tribut. Ja gut, die Antimaterie-Eindämmung ist natürlich sachlich richtiger. Das mit der... Oh, eine Disruptor-Kanone. Wer braucht denn sowas? Das mit der Zitadelle war eher auf mein zweites Hauptspiel, was ich spiele und streame, World of Warships, gemünzt. Aber... Oh. Ach nee, guck mal, die Jule. Ja, es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das ohne sie hier zu Ende geht. Jule? Hallo? Schwarze? Ah. Ja? Es ist Lukaral, Jule.
Eine neue Waffe? Lucara in Waffenreichweite? Was? Wo ist sie denn? Ach du heiliges Blechle. Na dann. Wollen wir mal. Ah, ich beeil mich ja schon. Ja, ich bin doch auf dem Wege. Mein Gott, brüll mich doch nicht an. Mensch. Mehr kann ich doch auch nicht machen. Ach du Heiliger, was hast du denn? Na komm. Ich bin ein bisschen kleiner und ein bisschen wendiger als du, aber irgendwas... Ich würde sagen, was hat sie denn dafür Waffen? Na komm. Komm, 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 Mädel. Das schaffen wir, das schaffen wir. Ja. Jetzt wird's aber Zeit. Sie ist so oft in letzter Sekunde abhandengekommen. Es wird... Okay. Ach. Was? Wo kommt ihr denn plötzlich her? Oh nein. Oh nein, die schöne Raumstation. Och Mann, ich konnte nicht einmal landen. Ist es euer Ernst? Ja, toll, und ich sitze hier und kann nichts tun. Das hört sich nicht gut an. Gar nicht gut. Wo bin ich denn jetzt? Take a moment. You've had quite a day. Ach nö. Nicht du. My name is Daniels. I'm here to help. Ach du großer Gott. Den kenne ich doch von früher. Used unstable mycelial tech, stolen from the Glen. When she fired it, naja, die stehen alle auf Pilze, habe ich schon mitbekommen. Der Daniels taucht wieder auf. Na, ist es denn? You, your crew, and a number of House Mokai ships, including the Lucara. They're currently at large. Unchecked, they're a danger to the timeline. I'd like your help in dealing with them. Officially, you were listed as killed in action. I'll help you fully integrate into this time period. That mycelial tech is dangerous. We need to stop Ja'ula. And soon, jetzt ergibt das Ganze einen Sinn. Naja, oder auch nicht. Okay, deshalb, ich bin im Kampf gefallen, etc. Und nun, ich habe 300 Tage Veteranenbelohnung erhalten, 1000 Tage bla bla bla. Ich habe also irgendwas, ich kann mir einen neuen Titel aussuchen und überhaupt. Gut, sehr schön. Hallo. Wo bin ich? Okay, wann bin ich? Als nächstes frage ich wahrscheinlich gleich noch, wer bin ich? Okay, ich bin immer noch in der Untergang drinne. Also, reden wir mal mit ihm. Er sieht so blau aus. Space Doc. Busy day on the holodeck, sir? I love dressing up for those historical holonovels too. My Harry Mudd costume took first prize last year. Oh mein Gott. Bist du irgendwie mit Tilly verwandt? Ich bekomme Dilithiumerz, ein Personenschutz. Ja, alles her damit. Ich nehme alles. Ich würde sagen, ich habe das Tutorial geschafft. Ich würde sagen, ja. Schön. That was good advice. Report to the tailor and speak with them about. Die ist über 150 Jahre veraltet. Oh, ich finde die aber schön. Ich will die eigentlich behalten.
Ein neuer Offizier. Wählen Sie einen bajoranischen technischen Offiziersanwärter, einen betazoiden wissenschaftlichen, einen taktischen Offiziersanwärter der Telleriten. Ach, herrje. Oh Leute, was soll ich denn da nehmen? Eine Tellermine? Ne. Ein betazoid? Ach, oh. Oh, das ist auch neu. Wow, das ist auch neu. Okay. Notenergie zu Waffen. Enter-Kommando 1, gezielte Energiemodulation. Energiemodulation war nicht verkehrt, soweit ich mich erinnere. Ein wissenschaftlicher, ja, Tachyonstrahl, klar. Feedback-Impuls, eher nicht. Ach du heilige Gott, das muss ich, damit muss ich mich jetzt ja auch wieder auseinandersetzen mit den ganzen Sachen. Ja. Ich, Taktiker habe ich schon zwei. Ich glaube, ich nehme mal einen bajoranischen, technischen. Mal gucken. Grüße, Captain. Mein Name ist Eschis. Gibt es keinen Platz für neue Brückenoffiziere? Ja, dann musst du halt warten. Später. Ich glaube, ich muss auch mal das Schiff wechseln. Soweit ich mich erinnere, muss ich hier den Pfeilen folgen. Ich meine, ich muss nicht immer da, dass sie durch mich durchgehen, ne? Aber, ich weiß, wo ich bin. Schön, schade, ich hätte trotzdem gerne in der alten Sternbasis, bevor sie untergegangen ist, hätte ich gerne einmal wenigstens angehalten. Aber gut, jetzt bin ich halt hier und ich spreche mit dem Schneider. Willkommen, dies ist eine feine Uni-Dritte an Ihren Replikator. Ja, genau, repliziert. Klicken Sie auf Schneider, um Ihre Kleidung anzupassen. Okay, you found the tailor. Take care of any uniform modifications you need here. Admiral Quinn. You're almost ready to meet Admiral Philip Gray ist eher ein Zeitagent. Sprechen Sie mit ihm, bevor Sie zum Admiral gehen. Ja, okay, mache ich. Aber erst die Kleidung anpassen, ne? War doch so. Klicken Sie auf Schneider. Geschlossen. Treten Sie einer Flotte bei. Nö, das kann ich gerade noch nicht tun. Ich möchte also eine neue Uniform. Es gab doch auch Uniformen, irgendwie fertige Uniformen zu kaufen. Irgendwie Uniform. Das hat sich nicht großartig geändert. Das ist nach wie vor nicht wirklich intuitiv. Man könnte das eigentlich alles über Drag and Drop und so weiter lösen. Oh, Uniformen. Ganz viele Uniformen. 23. Okay, es gibt neue Uniformen, die ich noch gar nicht kenne. Es gibt welche kaufen, das mache ich bestimmt nicht. Es gibt welche, die sehen nach wie vor richtig scheußlich aus. Ich weiß, ich habe mir früher mit meinem alten Chars, und davon habe ich eine Reihe, habe ich mir sehr viel Mühe immer gegeben. Die hatten dann, ich finde, ein Admiral steht mir eigentlich nicht, aber langsam bin ich doch Captain, glaube ich. Ich glaube, die behalte ich mal. Ich finde die eigentlich schick. Ja, ich glaube, die kaufe ich mal. So, gut. Speichern, beenden, fertig. Gut. Okay, ich habe die jetzt einfach mal behalten, ne? Das ist so. Und dann gehe ich mal zum Zeitagenten. Mal gucken, wo der wohnt. Und dann wird es ja vielleicht Zeit, sich mal ein anderes Schiff auszusuchen. Wow, schick. War das schon immer so? Echt? Die haben hier fließendes Wasser. Die sind sehr, sehr modern. Post. Post kann ich nicht haben. Wer sollte mir schreiben? Hallo. Philip Gray. Hallo. Ah, there you are. Daniels told me you'd be stopping by. Willkommen im 25. Jahrhundert. Oh mein Gott, was für ein Kulturschock. And the Admiral is expecting you in the office behind me. Report to him for your orders. Good luck. Okay, ich muss Jule nach wie vor aufhalten.
Das hatte ich befürchtet. Naja, ich werde sie nicht los. Okay, willkommen im Raum. Dr. Erde wurde abgeschlossen. Yahoo! Das heißt, ich bin jetzt schon durch das Tutorial und bin jetzt im normalen Spiel gelandet. Ich habe mir Ihre Dienstakte durchgelesen. Ist alles gefälscht. Na? Okay. Ich erhalte Belohnung dafür, dass er mich vollquatscht. Das finde ich gut. Ich habe... Mein Gott, wie viele Fenster habe ich denn nur noch? Ich habe doch schon welche. Oh, jetzt habe ich 2 Raumpunkte. Jetzt brauche ich Hilfe, Hilfe. Und da ist er. In dem Moment, wo ich um Hilfe schreie, taucht Beutelzockt im Chat auf. Wunderbar. Bestens, du kommst genau richtig. Ich brauche... Ich habe Raumpunkte. Und ich habe 2 vergeben auf Energiewaffenausbildung und 1 auf Höhlenwiederherstellung. Jetzt habe ich noch 2. Und die Frage ist, wo gebe ich die jetzt rein? Projektilwaffen? Oder doch eher mal was in Heilung? Ich brauche definitiv Hilfe aus dem Chat. Bitte, lieber Chat, erklärt mir bitte, bitte, was ich als nächstes hier machen soll und wie es weitergeht, weil ich habe noch keine Ahnung. Was ist das denn? Ach, ich habe kleine Schiffe. Okay. Also, oder soll ich alle Fähigkeiten neu verteilen? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das muss man sich auch später kaufen oder so. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass ich mit der Energiewaffenausbildung nicht so schlecht liege. Und die Höhlenwiederherstellung hat mir eigentlich auch geholfen. Was für eine Schiffsklasse? Ja, Schlachtschiff. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, Energiewaffen, ja gut, aber ich habe ja 2 Punkte. Lohnt es sich da, einen 3. Punkt einzusetzen? Fragen über Fragen, die mich dann auch weiterhin beschäftigen werden, denke ich mal.